Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Sonic Forces. Im letzten Part haben wir mit der Chemical Plant abgeschlossen, haben somit Zutritt oder haben halt freigeschaltet. Nächsten Level natürlich auch in der nächsten Episode und den Avatar-Bereich, den ich mir erstmal anschauen werde. Versuche das Outfit deines Avatars zu ändern. Ja, gerne. Umkleidekabine. Hä, nicht? Warum nicht? Ne, warte mal dahin. Gut, war ich ein bisschen irritiert. So. Kopfbedeckung. Geht wohl jetzt schon krass los. Auf dem Avatar-Bildschirm kannst du das Outfit deines Avatars anpassen. Ist ein neuer Gegenstand auf dem Avatar-Bildschirm verfügbar, erscheint ein Ausrufezeichen-Symbol. Komm. Passt überhaupt nicht, nee. Und Mundschutz. Der einfach so aussieht, dass der draufgeklebt worden ist. Aber auch okay. Ne, Handschuhe. War aber nur in verschiedenen Farben. Ne. Schuhe. Auch nur in verschiedenen Farben. Aber ich möchte blau. Blau ist geil. Accessoire. Knieschützer. Und ein Chaos Emerald. Oder vielleicht sogar der Mars Emerald. Wie auch immer. Ne, muss nicht unbedingt sein. Der Kleidung gibt es sowieso nicht. Achso, kann man halt noch anders noch ändern. Ah, okay, gut. Umkleidekabine, nee, das ist das, was man halt schon hat, was man halt immer noch umändern kann. Outfits. Speichert deine Lieblingsausstattung in Outfits. Ach so, nee, okay, gut. So weit sind wir ja noch gar nicht. Und dann würde ich mal gerne vorschlagen, machen wir hier in Level 3 erstmal weiter. Ghost City. Oh, ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Das hat man mal in dem Trailer gesehen, ne? Kann das sein? Oh, ich glaube, das wird jetzt richtig nice. Funktionieren sollen. Ich konnte dir nicht helfen, Kumpel. Tut mir leid, dass ich nicht schlau genug war. Hm? Wow, Chaos! Sonic, hilf mir! Sonic? Du lebst? Ja! Moment, was? Oh, du bist... Sonic aus einer anderen Dimension, stimmt's? Ah, gut, ich versteh's, glaube ich. Weißt du, wie du hergekommen bist? Was immer Dr. Eggman treibt, vielleicht beeinflusst es andere Dimensionen. Das könnte uns sogar helfen. Schließlich passiert nichts ohne Grund, richtig? Wir müssen die Welt retten. Vielleicht bist du deswegen hier, um uns dabei zu helfen. Wie auch immer, ich bin froh, dich zu sehen, egal welcher Sonic du bist. Tja, wenn du das meinst, dann wirst du auf jeden Fall schon recht haben. Tja, Classic Sonic ist da. Jetzt fehlt nur noch wieder Modern Sonic. Ja, die Logik von Tails überrascht mich überhaupt irgendwie gar nicht. Er schreit um Hilfe, Sonic ist überhaupt nicht da. Dann kommt spontan Classic Sonic. Warum auch immer? Aber okay. Ach, das ist auf jeden Fall... vermöble Gegner mit einem Wirbelangriff, indem du B drückst. Okay. Ne. Weg mit dir. Kann ich den hier nicht ausführen? Ah, okay, doch. Ich dachte jetzt schon. Ja, alles easy, natürlich, ne. Gib Vollgas mit einem Wirbelsprint, indem du L abwärts hältst und wiederholt B drückst. Ja, habe ich gerade eben herausgefunden. Okay, wird man auch schon mal selber. Full Speed! Was ist... Das war voll die Spontan-Sache, ne? Auf einmal kommt Classic Sonic, aus welchem Grund auch immer. Als ob er das gerochen hat, dass Tails um Hilfe geschrien hat, so ungefähr. Okay, das war jetzt nicht so geil. Naja, gut. Oh ja, da haben wir wieder wunderschöne... Alter, was ist los? ne, ich sage es nicht dazu. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Scheiße. Fällt mir mal wieder nicht ein. Ah ja.
Wir haben mal doch wieder 2D-Passagen parat. Sie haben hier alles zerstört. Wir müssen Dr. Eggman aufhalten und diesen Krieg schnell beenden. Ja, es ist schon krass, wie es hier abgeht, aber versteht mich nicht falsch. Vielleicht sieht das auch Ganze auch nicht so krass aus. Aber irgendwie erinnert mich das ganz leicht irgendwie an Crisis City. Crisis City ist zwar wieder noch krasser, aber weil es auch so alles so kaputt ist. Okay, nee, naja, wobei. Das war ja eine, wie so eine Art Untergangswelt-Zone Level gewesen. Na okay, komm, lass mal das am besten, bevor ich hier noch irgendwas labere, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein! Achso, Alter, ich dachte jetzt, ey. Achso, man kann auch so durch. Ich will das extra eine Rolle ausführen. Okay, nächster Checkpoint. Sei vorsichtig, Sonic. Ich sehe hier noch andere Signale, außer Dr. Eggman. Eins ist stärker als die anderen. Was könnte das sein? Tja. Finde es heraus, würde ich mal sagen, ne? Du bist jetzt so richtig begabt. What? Ich habe wenigstens so einen von diesen Spezialringen eingesammelt. Und das war sogar der letzte. LOL. Geil. Wir haben wenigstens einen, ne? Okay. Und? Könnte das was werden? Ja, geil. Ich wollte es jetzt extra überspringen. Ja, geil. Nice, nice, nice. Wofür die Abzeichen sind, habe ich irgendwie überhaupt keinen Plan, wofür die irgendwie sein sollen. Mission geschafft. Schließe Level 3 ab. Ja, wahrscheinlich für diese Hauptmission. Belohnungen für Abschluss der Mission. Okay, ein Rucksack. Irgendeine Mütze. Noch ein Handschuh. Schuhe. Sehen aber fast aus wie Cowboy-Schuhe. Was das sein soll, keine Ahnung. Sieht auch komisch aus. Vor einigen Monaten in der Stadt. Es gibt keinen Grund zum Widerstand. Euer Retter ist nicht mehr. Ich kann deine Angst schmecken. So viel Furcht und Zweifel. Einfach köstlich. Lass deine Angst freien Lauf. Fliehe, schreie, dann lass ich dich leben. Knuckles, kannst du mich hören? Bevor ich weiter drücke, darf ich mal erwähnen, dass das gerade übelst ein Arschloch-Move war? Naja, gut. Machen wir weiter. Es wurde Zeit. Wie geht es Sonic? Nicht besonders gut. Sie haben vor, ihn ins Weltall zu verbannen. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Okay, heftig. Dr. Eggman hat Sonic bis jetzt am Leben gehalten, damit er ihm vor der Verbannung sein erfolgreiches Imperium zeigen kann. Alter. Hör auf zu reden, Rouge. Das klingt etwas komisch. Ich will nicht so krass darauf eingehen. Ich denke mir einfach einen Teil dabei. Und die Folter war nur Zeitvertreib. Das ist übel, selbst für Dr. Eggman. Dr. Eggman hat von unserem Rettungsplan gehört und seine eigenen Pläne vorverlegt. Ach, scheißegal, ich sag's jetzt einfach. Die Stimme von Rouge. Alter. Während sie sagt oder versucht Luft zu holen oder einen Satz beendet und noch einen Satz von sich gibt. Ey, wie ein Stöhnen, wie... Ja. Ich komme auf die Stimme einfach nicht klar, weil dies... Oh, nee. Diese Stimme. Alter. Uns bleibt nicht viel Zeit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir wissen nicht, oh nein. Doch, tun wir. Dr. Eggman hat ein neues Death Egg gebaut. Dort hält der Sonic gefangen.
Aber ich muss eins sagen, die Stimme klingt sehr interessant. Das Deathback! Oh je, das ist gar nicht gut. Ach, da auch noch. Scheiße. Ist jetzt gut, Vector. Darum heißt es Krieg. Krieg! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns Sonic holen. Na klar. Ich könnte jetzt noch so eine Weile reden in Ruhe Stimme, Alter, aber das will ich mir jetzt einfach mal sparen. Wie gesagt, ich denke mir einfach einen Teil dabei. Ihr könnt euch selber dabei einen Teil denken, aber es klingt einfach wie, keine Ahnung, als wäre sie richtig horny oder so. Keine Ahnung, wie auch immer. Die Stimme klingt so alt, als wäre die eine vom Strich. Um es doch so noch zu sagen und nicht so krass. Was haben wir hier? Das Missionsmenü wurde freigeschaltet. Siehe es, Jan. Dann haben wir schon das Death Egg. Okay, warte, nicht so schnell. Mission. Was geht denn da so ab? Nach dem Abschluss einer Mission erhältst du verschiedene Gegenstände. Details von verfügbaren täglichen und Herausforderungsmissionen siehst du im Missionsmenü. Versuche zwischen täglich Missionen und Herausforderungen zu wechseln. Achso, wir... warte mal, Mission. Sind da wirklich irgendwelche... Nach dem Abschluss einer täglichen Mission erhältst du je nach Resultat einen Bonus. Du kannst Missionen bis zu 2 Tage im Voraus abschließen. Also sind das doch irgendwelche kleinen Achievements, Errungenschaften, irgendwas? Vor allem irgendwelche täglichen Herausforderungen. Sind wir hier bei irgendeiner Handy-App oder so? Irgendwie? Das ist etwas komisch. Handschuhe anpassen. Mission endet in 3 Stunden 37 und... ja, Sekunden. Okay. Man muss es aber nicht unbedingt annehmen. Nö. Wahrscheinlich freiwillig. Ob ich es machen werde? Wenn überhaupt. Also wie es aussieht, haben wir auch keine andere Möglichkeit. Wir haben ja sowieso gerade was freigeschaltet. Da kann ich ja nochmal gerne nochmal nachschauen. Okay, Kopfbedeckung. Ja. Nee, die Mütze macht's auch nicht besser. Handschuhe. Ich weiß nicht. Es hat was. Ach, nee. Muss ein bisschen krasser sein. Schuhe. Nein, das passt überhaupt nicht. Accessoires. Ein Rucksack. Ein kleiner Rucksack. Ja. Kleidung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Anzug darstellen soll. Ich werde es erstmal so belastet beim Standard, das sieht so komisch aus. Ich warte doch auf krassere Sachen. Please, gib mir krassere Sachen. Wird doch nicht so schwer sein, Junge. Gut, dann geht's hier oben hinauf ins Death Egg. Joa. Level 4, Death Egg, Prison Hall. Klingt ja sehr interessant. Diese Zwischenladezeiten, die dauern ein bisschen, das ist irgendwie... beschäftigt. Scheint, du hast die beste Route gewählt. Jetzt liegt es an dir, Sonic zu retten. Nein, ich wollte... ja, das bekommen wir schon hin, keine Sorge. Das regeln wir mal schon. Wir bekommen da schon alles hin. Ah, jetzt aber wunderbar. Da war schon der erste Ring. Oh, wieder diese geile Musik. Okay, ich halte jetzt erstmal mal kurz mein Mund, um diese schöne Musik einfach zu genießen. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt tot. Ja, irgendwie muss ich jetzt irgendwas versuchen. War zwar richtig dämlich, aber... ich stelle mich sowieso richtig dämlich an. Yay, dann versuche ich es nochmal. Yay, cool. So, jetzt aber springen. Cool. Hat jetzt bis jetzt was gebracht. Ist immer noch am Anfang.
Den Ring nochmal einsammeln. Gut. Das jetzt irgendwas gebracht hätte, dass diese Gegner jetzt eliminiert hätte. Okay. Aber ich bin jetzt schon wieder unten. Ja, hallo, ist ja gut. Warum gehen alle weg? Da muss ich erst alle Gegner hier. Ach so, ja, ich hätte alle Gegner eliminieren müssen, ne? Oh, das war richtig dämlich. Okay, es hat gerade nicht so viel gebracht irgendwie. Die Gefangenen werden in einer Art Internierungslager gehalten. Sonic ist vermutlich auch dort. Sonic ist vermutlich auch dort. Also sei vorsichtig. Hör auf zu reden, ey, deine Stimme klingt so nuttig. Scheiße, jetzt hab ich's gesagt. Egal. Ey, ist aber wirklich so, ey. Wir haben es immer noch nicht rausgeschafft. Jetzt? Wir haben uns festgenagelt. Oh, jetzt schon den zweiten. Ey, die Musik geht ab, Alter. Ein bisschen Dubstep vorhanden. LOL. Aber die Musik ist wirklich richtig geil. Scheint vor kurzem noch verwendet worden zu sein. Hier wurden wohl viele unserer Brüder gefangen gehalten. Noch etwas, für das Eggman sich verantworten muss. Power! Ah. Power! Ihm blüht noch eine große Rechnung. Früher oder später, wenn wir schon so weit sind. Ich will einfach nur die ganze Zeit... Oh, scheiß Sprachfehler, meine Fresse. Die ganze Zeit nur die Musik gelesen, ne? Ey, ohne Witz, ist so richtig geil. Wirklich, ey. Ich mag sowas. Es ist einfach nur nice. Ich wollte auch zu labern, ey. Nein, ich hacke da bei den Sticks, aber ich hab das nicht so richtig drauf geachtet. Scheiße. Egal, dann halt so. Passt schon. Nein. Ich bin schon da unten. Wow, mit Stacheln. Jetzt auch schon das Ziel. Geht voll schnell. Aber okay. Ich bin einmal gestorben. Den S gibt es auf jeden Fall schon mal gar nicht. Schade. Ja, mit einem A kann ich auch leben. Hab ich keine Ahnung, wofür die Abzeichen darstellen sollen. Irgendwas Besonderes geschafft hat? Keine Ahnung. Wow, ein Footballhelm. Und irgendeine komische Brille. Aber ein Handschuh, der schon mal etwas cool aussieht. Die Schuhe möchte ich gerne und gern haben. What the fuck? Was ist denn das für ein Anzug? Greenscreen-Bekleidung oder was? Okay. Bossfight gegen Zarvok. Ja. Den kenne ich schon aus Sonic Lost World. Aber gut, mal schauen, was der so drauf hat. Das ist das Ende, Sonic. Hey, alles locker? Weil hier gerade alle Schrauben locker werden? Nein, vergiss es. Kein Sinn für Humor. Oh, Sonic hat einfach die Klappe. Oh, Alter. Das Ende, was? Bin gespannt, wie du jetzt mit mir klarkommst. Dummer. Ja. Auch ohne Ketten bist du noch lange nicht frei. Jetzt stelle dich dem Unausweichlichen. Ja, komm, halt die Klappe, wir werden dich besiegen. Das Unausweichliche ist, dass ich dir in den Hintern trete. Das sehe ich auch so. Ja, wie er gekonnt ausweicht, ne? Er checkt die Angriffe vorher schon. Jo, Death Egg vs. Zarvok. Bin mal gespannt, was du diesmal drauf hast. Aber nicht so wie in Lost World, aber... Wow, er meint es ernst. Er fühlt sich cool. Wir werden ja trotzdem siegen. Auch lang genug, wie du glauben magst, auf jeden Fall. Ich werde es genießen, wenn du leidest. Ja. Hä? Warte mal, das ist einfach so eine mega große Roboterbiene. Von diesen einzelnen kleinen Drecksviechern da. Zarvok, wie kann ich dich angreifen? Musst du das hier nach unten kommen? Wahrscheinlich. Denk ich mal eher, weil sonst geht's ja nicht. Hä? Hey, war das gerade eine Gelegenheit gewesen? Ich hab's gerade nicht so richtig gecheckt, wenn ich ehrlich bin. Verdammt. Ich glaube, das war von gerade eine Gelegenheit gewesen. Kann das sein? Ja, okay, das war schon etwas knapp, wenn ich ehrlich bin.
Komm her. Machen wir wieder deine Bienen wieder automatisch erledigen hier. Die gehen alle Suizid durch die ganzen Verfolgungsangriffe hier. Na komm, komm wieder runter. Ah, jetzt. Ich habe einfach B gedrückt. Das war schon richtig. So. Na komm, du auch noch. Wunderbar. Jetzt kannst du gerne wieder runterkommen. Habe ich nichts dagegen. Ja, dann komische Angriffe kannst du immer sein lassen. Das bringt ja gar nichts. Okay, die Bienen, die zerstören sich sowieso von sich alleine. Also daher muss ich nicht mit angreifen. Passt schon. Ah, jetzt wieder. Nein, das war nicht so hoch genug. Scheiße. Ah, das war ein richtiger Fail. Da dauert der Fight ja wahrscheinlich übelst lange. Wenn er immer wieder denselben Angriffsmuster hat. Und gerade mal nur so ein bisschen verloren hat. Von der. Oh, jetzt habe ich mich so lappenhaft treffen lassen, ne? Boah, ey, komm schon. Ne, die Bienen schon sich von alleine. Muss ich nicht angreifen, nur ausweichen, fast alles. Muss mich eigentlich nur nähern. Ah, jetzt. Hä? Hä? What the fuck? Hä? Warum hat es wieder nicht geklappt? Warum nicht? Sollen. Alter, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ey. Jetzt ist gerade wirklich richtig behindert gerade. Nee, Selbstzerstörerbienen. Weg. Ich muss mich nur nah genug da irgendwie. Ich hab echt keine Ahnung. Ey, komm, dämlich. Jetzt ist es dämlich. Bis jetzt habe ich den nur einmal angehittet. Ohne Witz. Was soll denn der Scheiß? Ey, komm schon. Mach keinen Scheiß. Warum hat der jetzt abgebremst? Was bist denn du für ein Drecksigel? Ey, ohne Witz. Was war das gerade für ein Scheiß? Zum Glück habe ich mich von diesen komischen Drecksbienen nicht treffen lassen. Ja, komm, komm. Ey, warum springst du nicht mal so hoch, Mann? Was bist denn du für eine Flasche? Ey, komm. Wie lange soll ich denn jetzt drauf sitzen? Wir haben schon fast die ideale Zeit erreicht. Verdammt, Mann. Verpisst euch. Ihr seid nutzlos. Ihr könnt nichts. Komm wieder hier runter. Ey, ich lass mich die ganze Zeit treffen. Du feige Sau, Alter. Was ist denn das? Komm ich gerade überhaupt nichts gebacken durch diesen Kack hier gerade, ne? Piss dich mit deinen Laserkack, das ist unnötig. Ich hatte bis jetzt nur einmal angehittet, das ist doch nicht so schwer. Was soll der Kack? Komm mal daher, du Penner. Das war irgendwie nur Zufall, dass ich getroffen habe. Hallo, warum? Was soll das? Was soll das? Was ist das für ein Betrug, Mann? Ach, ey. Ich hab gleich wieder meine Beherrschung verloren. Piss dich mit deinem Laser, der ist nervig. Dankeschön. Vielleicht darf ich auch nicht die ganze Zeit B drücken oder so, während ich in der Luft bin oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ja, danke. Danke, zweiter Treffer. Dankeschön, hat ja gedauert, ey. Ja, ja, komm. Ja, du mich auch. Jetzt habe ich keine Ringe mehr. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Pisst euch, ihr Drecksbienen. Nein, das war so kacke. Das war kacke. Das war richtig kacke. Das war klar. Das war arschklar. Ja, Pause. Nee, komm, bevor das jetzt zu lange dauert, nee, ich will jetzt keine 40 Minuten oder so jetzt machen, oder wie beim ersten Part, was 30, das möchte ich jetzt ungern machen, sind zwar jetzt zwar nur ein paar Minuten kürzer, aber, ja, machen wir genau an der Stelle Schluss, versuchen wir es im nächsten Part nochmal, mal schauen, ob ich dann da Glück habe.
Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Party in Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Yeah!